Der Investor muss nicht für oder wider entscheiden. Das heißt, er muss die Zinsrendite nicht aufgeben, um in den Wohlerfonds zu investieren, den wir haben. Sowohl in den USA als auch in Europa sind in den vergangenen Monaten die Zinsen stärker angestiegen. Insofern auch wieder Renditen im Anleihebereich und viele Investoren fragen sich natürlich im Hintergrund dessen, ob Alternative-Strategien für das Portfolio überhaupt noch notwendig sind. Mit dieser Frage beschäftigt sich möglicherweise auch Tom Pansegrau vom Alternative-Spezialisten Seven Orca. Ja, das ist wirklich eine interessante Eingangsfrage. Ich muss sagen, dass ich diese Frage auch in letzter Zeit des Öfteren gestellt bekomme. Nun ist es so, ich glaube, das wissen wir alle, dass das Umfeld hat sich grundlegend geändert. Mittlerweile sind die zweijährigen Bundeszinsen bei knapp unter 3%, um 3% schwankend. Vor einer Woche vor der Silicon Valley Bank Turbulenzen noch deutlich höher gewesen. Aber was das bedeutet, heißt, dass in einer klassischen Buy-and-Hold-Strategie im Zinsbereich jetzt wieder attraktive Renditen zu erwirtschaften sind. Der Investor muss nicht für oder wider entscheiden. Das heißt, er muss die Zinsrendite nicht aufgeben, um in den Wohlerfonds zu investieren, den wir haben. Denn die Wohler, und das ist das Interessante, die Volatilitätsrisikoprämie, die wir vereinnahmen über unsere Optionsstrategie, die gibt es on top, obendrauf. Das bedeutet für uns perspektivisch für die Volatilitätsrisikoprämie und deren Vereinnahmung, dass diese insgesamt steigen sollte und somit auch die Renditeerwartung perspektivisch des Fonds deutlich angehoben werden sollte. Die Bewegungen an den Aktien- und Rentenmärkten, die sind wahrscheinlich vielen bekannt und auch ein bisschen bewusster. Wie sieht es da auf den Wohlermärkten aus? Ist da vor allem jetzt, du hast schon angesprochen, die SVB-Pleite, da auch nochmal ja gehörig Action sozusagen in den Wohlermarkt gekommen? Ja, genau. Ich habe da mal eine Grafik mitgebracht. Die Aktienmarkt-Wohler ist ja relativ bekannt anhand des prominenten VIX-Index in Amerika. Die Zinsvolatilität hat man gemeinhin nicht so vor Augen. Was man hier sieht, ist in dieser Grafik, ist die Aktienvolatilität. Das ist die rote Linie am S&P, einer der impliziten Volatilität im Zeitablauf. Das ist die linke Achse, die rote Linie. Und dem gegenübergestellt ist die Volatilität im Zinsbereich, beispielhaft jetzt hier am Bund Future gemessen. Das ist die blaue Linie auf der rechten Achse. Zwei Achsen deshalb, weil natürlich das Niveau im Aktien- und Zinsbereich, das Wohlerniveau, sehr unterschiedlich ist und zur Vergleichbarkeit und in einem Graph hat eben hier diese linke und rechte Achse. Was man sieht, ist zwei Sachen, die ganz interessant sind im Aktienbereich. Wenn man sich 2022 anguckt, war ja im Aktienbereich ein stetiger Abwärtstrend zu beobachten. Die Volatilität ist aber gar nicht so angesprungen. Die Volatilität war, wie man hier sieht, dunkel eingefärbt, leicht erhöht, aber nicht merklich. Das bedeutet für uns eigentlich ein sehr gutes Umfeld zur Vereinnahmung der Prämie, der Wohlerprämie. Und unsere Aktienstrategien waren auch im letzten Jahr positiv in dem Bereich. Ganz anders, muss man sagen, sieht es bei der blauen Linie in 2022 aus im letzten Jahr. Die Volatilität ist massiv angesprungen, höher noch als während Corona 2020 oder Euro-Krise 2011. Und das Interessante ist, dass nicht nur die Niveaus sehr, sehr hoch waren, sondern auch der Zeitraum. Das heißt, es war eigentlich über das ganze gesamte letzte Jahr ein sehr hohes Wohlerniveau mit kontinuierlichen Wohlerspitzen zu beobachten. Und das hat bei uns in der Strategie zu Verlusten geführt. Das war viel schwieriger dieses letzte Jahr als die Krisenjahre 2007, 2008, 2011 in der Euro-Krise oder während der Corona-Hochzeit 2020. Den Rückblick hast du schon gewagt. Schauen wir nach vorne. Was können wir da von der Volatilität erwarten in diesem Jahr? Weil die Krisen sind ja teilweise nicht weniger, sondern eher noch mehr geworden. Das stimmt. Die Volatilität, wie man jetzt auch jüngst gesehen hat, die letzten drei Tage infolge der Turbulenzen der Silicon Valley Bank und jetzt den Spillover eventuell Richtung Europa, Stichwort Credit Suisse, sind die Volatilität nochmal deutlich angestiegen, entgegen dem Trend, den wir eigentlich das Anfang des Jahres gesehen haben. Da setzte eine Beruhigung ein, in dem deren Umfeld wir sehr, sehr gute Prämien und sehr positive Performance generieren konnten. Das ist jetzt etwas unterbrochen, die letzten Tage. Aber wir gehen davon aus, dass sich das stabilisieren wird, dass die Volatilität
zurückkommen muss von diesem extrem hohen Niveau weiterhin im Bund Future, aber auch im Treasury Future. Und wir deshalb die Zinsseite, die Optionen auf die Zinsseite sehr attraktive Prämien in 2023 erwirtschaften sollten. Prämien erwirtschaften ist ein gutes Stichwort. Ihr habt verschiedene Bausteine auch im Portfolio. Wo werden die Prämien, wo werden die Renditen herkommen in diesem Jahr? Die Diversifikation, die wir drin haben, wir machen das ja, wir machen die Wohler-Prämienvereinnahmung ja nicht nur im Aktienbereich, sondern auch im Zinsbereich und im Währungsbereich. Die Diversifikation im letzten Jahr im Vergleich zu einem Aktien-Only-Fonds hat natürlich wenig geholfen. Die Verluste kamen vornehmlich aus der Zinsseite. Aber genauso stecken da auch die Chancen für nächstes Jahr. Und wir rechnen damit, dass gerade Zinsoptionen als auch Währungsoptionen, wo die Volatilität auch noch recht hoch ist, einen signifikanten Beitrag leisten sollen, um eine attraktive Portfoliorendite für dieses Jahr zu erwirtschaften und das Portfolio insgesamt zu stabilisieren und weniger abhängig vom Aktienmarkt und der Aktienmarktperformance zu machen. Sagt Tom Pansegrau vom Hamburger Alternative-Spezialisten Seven Orca. Vielen Dank für deine Einblicke. Gerne.